Servus, hallo und willkommen zurück zu Deponia, Part 22. Im letzten Part haben wir ein paar Sachen mit ein paar Dingen kombiniert, aber irgendwie sind wir nicht großartig weiterbekommen. Wir müssen das Minebike zum Laufen bringen. Ja. Wenn zum Beispiel das Minebike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Strommarkierer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja. Das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Na also geht doch. Ich wusste, Doc kann uns helfen. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. So, da ist das Ding. Was sagt der Doc noch gleich? Rufus, denk immer daran, ein Stromumkehrer kehrt Strom um. Mit einem eingebauten Umkehrer kehrt sich die Wirkung eines Gerätes um. Aber warum erzähle ich dir das? Du, Rufus, bist immerhin der brillanteste Tüftler auf der ganzen Welt. Man sollte einen Planeten nach dir benennen. Ach ja, der gute Doc. Ich bin mir sicher, dass das der Doc sagen würde. Die Wartungsklappe. Es gibt's doch nicht. Ich komme nicht an den Schlüssel ran. Irgendwie muss das doch gehen. Du komm schon da runter. Ups. Ach, man kann das Bein auch mitnehmen. Ja, toll. Es ist immer gut, einen Ersatz parat zu haben. Ja, falls es kaputt geht. Ein Bein reicht mir. Okay, können wir das damit aufbrechen? Nicht, solange ich noch zwei eigene, gesunde Beine habe. Will er nicht. Lass mal überlegen. Was mache ich denn mit dem Bein? Nein, passt nicht. Ja, offensichtlicherweise. Wir tun mal den avialen Stromumkehrer in unser Minebike. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Oh Mann, okay, was haben wir hier wieder angestellt? Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, Tipp 4. Wir haben hier eine Klemmmuffe, eine Schraubmuffe, eine Steckmuffe, Ritzel mit 2 Speichen, Ritzel mit 3 Speichen, Ritzel mit 4 Speichen. Ein smaragdfarbenen Flansch, ein kobaltfarbenen Flansch und ein mauvefarbenen Flansch. Man weiß ja, dass Kobaltfarben meine Lieblingsfarbe ist. Ne, dieses kräftige Blau, das ist einfach mega geil. Mein Zimmer ist deswegen auch in dieser Farbe gestrichen. Konischer Korpus. Sphärischer Korpus. Kubischer Korpus. Holy fuck. Was machen wir hier nur? Können wir das wild miteinander kombinieren? Ah, okay. Man lässt uns hier wohl. Irgendwie passt das nicht. Ach ja? Das kann doch nicht stimmen. Warum denn nicht? Okay, dann kommt das eben nochmal zurück. Warte mal. Aha, okay.
Flansch abbauen. Mir fehlen hier halt die Tipps, also so ein bisschen wie was aufgebaut ist. Ich meine, warum ist das jetzt hier, ne? Ich will die Tipps gar nicht nutzen, aber ich verstehe es halt sonst nicht. 2, 3, 4 Speichen. Machen wir das einfach mal so. 2, 3, 4 aufgrund der Form. Was könnte das für einen Sinn haben? Noch hier eine Klemmmuffe, eine Schraubmuffe, eine Steckmuffe. Ich glaube, die Tipps hat der Doktor gebracht. Ich möchte mir mal einen Tipp durchlesen. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Kubus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen Korpus. Okay. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Was ist das? Solange der Mowe-Flansch an den... Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. So, dann haben wir... Das passt schon mal. Das ist ja wunderbar hier. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Ein dorsaler Stromumkehrer hat... Solange der Mowe-Flansch... Nein. Warte. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Ist ein Binausaler. Das müssen wir miteinander tauschen. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Jo. Jetzt wird es wahrscheinlich nur an dem hier liegen. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Nerd. Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Jetzt habe ich 3 von den Dingern. Binausaler Stromumkehrer, dorsaler Stromumkehrer. Ich habe halt keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Kann ich alles 3 einbauen? Warte was mal. Was sagt der Doc noch gleich? Rufus. Mit einem eingebauten Umkehrer. Aber warum erzählt man sollte... Ach ja. Das sind alles Stromumkehrer. Hier. So. Was das wohl bewirkt? Aha. Gar nichts, hä? Dann wollen wir mal. Was ist das? Wow. Eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Warum jetzt nicht den binausalen Stromumkehrer? Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Dann wollen wir mal. Springt das Ding an. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Ja, absteigen. Skelettbein. Das nehmen wir doch einfach mal für den Weichenstellkasten. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist, passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Was? Nein! Die beiden sind nicht kompatibel, weder praktisch noch konzeptionell. Okay. Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Das ist wirklich eine sehr gute Theorie. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie was anderes einbauen will? Lässt er mich oder sagt er nee? Wenn ich einen Strom, eine Inter... Aufmachen? Und ab geht's! Yippie-yay! Ein Hebel!
was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Absteigen, was habe ich hier noch für Möglichkeiten? Was ist das für ein Schalter? Ich wusste, dass das passiert. Oha! Den Lappen nehmen wir mit. Und mit dem Lappen putzen wir den Spiegel. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Dann spuck ihn an, Rufus! Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Den aufbrechen. Der Gleisarbeiter wollte offenbar nie wieder einen Fuß hier reinsetzen. Tja, da hätte er sich höher hängen müssen. Okay, was haben wir hier noch? Was ist das hier? Keine Ahnung. Zur Tunnelpassage. Das ist das Minebike. Die Kontrolltafel. Ja, doch. Alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Genau. Minebike. Ein Knopf. Was macht der Knopf? Der bringt uns wahrscheinlich wieder runter. Ich will aber noch nicht runter. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Wir müssen Schrott laden. Okay. Wir können auch losfahren. Gehen wir mal zur Tunnelpassage. Genau. So, jetzt. Was haben wir hier? Eine Signallampe. Und den Hebel. Was passiert, wenn ich den Hebel aktiviere? Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Mega geheim. Super. Na, mein Lappen. Können wir den Lappen mit dem Skelettbein kombinieren? Er ist eingetreten, er kann es auch selbst abwischen. Okay. Ach, mit dem Lappen, warte mal. Pass mal auf. Hängt der tiefer? Warum hängt der jetzt tiefer? Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Vielleicht muss ich einfach nochmal herfahren. Ein Bein reicht mir. Okay, so. Wir putzen auf jeden Fall erstmal sein Gesöff hier ab. Entschuldigung. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Und damit putzen wir den Spiegel. Hallo. Kommst du öfter hierher? Rrr. Der Rahmen ist schäbig. Aber ich mag das Motiv. Schlüssel des Gleisarbeiters. Den können wir doch gleich einsetzen. Gehen wir mal rauf. So, so. Was war denn hier? Mit denen kann ich nichts anstellen, gell? Warum ist jetzt die Signallampe rot? Wenn wir den Hebel nochmal drücken, ist das ganze Ding aus. Können wir die vielleicht kaputt machen? Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. So, das geht noch nicht. Hier ist es hell genug. Hebel, rangier alles. Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Großer, ruhig atmender Schatten. Nee, wir lassen das einfach mal auf Rot. Und gehen zur Schaltzentrale. So, wir werden jetzt einfach mal hier das Ding öffnen. Und kriegen einen 8-Kant-Schlüssel. Wunderbar. Ein Schraubenschlüssel nur für 8-Kant-Schrauben. Der Fachidiot unter den Werkzeugen. Dann können wir ja wieder zurück und hier, ne? Das öffnen. Oh, ich mag das, wenn der Knoten platzt. Weißt du, manchmal kommst du einfach nicht weiter und musst voll rumprobieren. Und jetzt scheint es doch mehr oder weniger offensichtlich zu sein. Was wir mit der Sicherung anstellen, wissen wir auch. Wir werden die Sicherung einfach mal da hinten einsetzen, wenn man uns denn lässt. Zum Kran.
So, die Sicherung bauen wir hier ein. Muss ich das wieder zumachen? Nö, muss ich nicht. Wir können den Kran... Den Sitz... Was mache ich denn mit dem Sitz? Das Werkzeug ist immer nur so gut, wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment. Was haben wir hier noch? Wartungskasten kann ich erstmal nichts machen. Kranhebel. Soll ich das da einbauen? Nicht nochmal. Okay. An Umkehr ist nicht zu denken. Dann sitzt vielleicht. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Okay. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Das war mir schon klar, aber warum bremsen? Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mindbike hieven und wham! Wo ist das Mindbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ging mir gerade genauso, wo er das Mindbike erwähnt hat. Können wir denn da einfach einsteigen und die Anzeige? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Wir steigen einfach mal ein und fahren los. Das ging ja. Aber wo kommen wir raus? Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Okay, Inventar können wir... Wir können losfahren oder absteigen? Absteigen. Lass mich mal absteigen, Kollege. Weichenstellkasten. Geht das? Mist, fast nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Ja, und wie kriege ich den? Kann ich das vielleicht an das Mindbike tun, dass es das irgendwie mitnimmt? Da sind tatsächlich ein paar Achtkantschrauben locker. Ach, ich lass es mal drauf ankommen. Ach, sei doch nicht so, Rufus. Schrotthaufen, ist da vielleicht noch irgendwas? Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Kann ich nochmal ein Bein mitnehmen? Ein Bein reicht mir. Ihn damit verprügeln. Hast du was dagegen, wenn ich deine Sachen mitnehme? Einmal nach Verwesung stinken für nein. Ast rein. Okay. Zur Außenkurve. Das klappt erstmal nicht. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Ja, weil wir Herpes haben und deswegen dürfen wir nicht mehr aus dem Ding trinken. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch nimmer her. So, das überspringen wir mal ein bisschen. Ja, das ist erstmal nicht das, was wir brauchen. Ich mache es. Wir müssen irgendwie schaffen, die Weichen umzustellen. Nach oben. Was ist, wenn wir jetzt nach oben gehen? Weil jetzt versperrt uns ja nicht mehr das Ding hier, ne? Das kann uns aber egal sein, die Anzeige. Schlüsselkasten. Macht das Sinn, dass wir den auf und zu machen können? Nö, keine Ahnung. Sollen wir da irgendwas reinlegen? Ich will mir hier doch kein Badezimmer einrichten. Ich bin nur auf der Durchreise. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar nützliche Gegenstände. Ich würde gern wissen, wo wir die Stromumkehrer einsetzen können. Und ob wir Verwendung für die finden, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!